Es ist schön, dass wir die Zeit haben, diese Jugendkonferenz zu beginnen, einfach mit einem ruhigen Part erstmal runterzukommen, anzukommen, die Woche ein bisschen hinter sich zu lassen, die Anreise. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute Abend ein Wort zu vermeiden, das ist das Wort Corona. Vielleicht so analog zu sagen, das Virus, dessen Name nicht genannt werden darf, oder der dunkle Lord, aber ist auch alles ein bisschen albern. Wir kommen an dem Ding nicht vorüber und letzten Endes sitzen wir deswegen so, wie wir sitzen, weil Corona ist. Und es bestimmt einfach unseren Alltag, ob wir das wollen oder nicht. Aha, Regeln einhalten, alles kein Problem, man hat sich an vieles gewöhnt, aber was mir am meisten fehlt, und vielen anderen, glaube ich, auch, ist das Singen. Im Gottesdienst, mit Gruppen, mit Konfi, mit Jugendlichen. Und deshalb kam mir die Tage dieses Lied, das wir jetzt gleich auch hören werden, nochmal in die Quere. Und für heute Abend ein Bibeltext, wo ich bei beiden finde, dass die ein bisschen mit Corona auch zu tun haben, dass die uns vielleicht ein bisschen Mut machen in dieser Pandemiezeit, die wir im Moment gemeinsam durchleben. Und vielleicht auch überhaupt in einer Welt, in der man manchmal das Gefühl hat, dass sie aus den Angeln gehoben wird, dass nichts mehr ist, wie es war, dass man die Kontrolle so ein bisschen verliert und sich manchmal in einem Strudel fühlt und einfach nur mitgerissen wird. Mit der Musik ist das ja immer so eine Sache. Definitiv sind die Geschmäcker da sehr unterschiedlich. Aber das Lied, das wir gleich hören werden, ist definitiv eins meiner Lieblingslieder. Auch davon gibt es auch eine ganze Menge. Ich übersetze den Text vorher mal. So einigermaßen ins Deutsche. Die meisten werden es kennen, Oceans. Du rufst mich hinaus, hinaus aufs Wasser, hinaus in das große Unbekannte, wo es sein kann, dass meine Füße straucheln und versagen. Und dann finde ich dich dort, wie in einem Geheimnis, in den Untiefen des Meeres, wird mein Glaube bestehen. Ich werde deinen Namen anrufen, werde darauf achten, dass mein Blick über die Wellen hinausgeht. Wenn die Fluten sich erheben und stärker werden, wird meine Seele in deiner Umarmung ruhen, denn ich bin dein und du bist mein. Deine Gnade ist so groß, dass sie auch im tiefsten Wasser ausreicht. Deine mächtige Hand wird mich auch dort halten, wir merken, Psalm 139 klingt an, wo meine Schritte straucheln, wenn ich von Angst umgeben bin. Du hast noch nie versagt und du wirst auch in diesem Augenblick mit dem Quatsch nicht anfangen. Ich übersetze frei. Und dann heißt es in der Bridge, Heiliger Geist, führe mich, wenn ich dieses grenzenlose Vertrauen habe, lass mich übers Wasser laufen, wohin auch immer du mich rufst. Trag du mich weiter, als meine Füße jemals laufen könnten, damit ich spüre, dass mein Glaube stärker und stärker wird in der Gegenwart meines Erlösers. Und dann heißt es wieder, I will call upon your name, und hört dann auch mit dem Satz, for you are mine and I am yours, der andersrum. Egal. Wir werden uns das Lied jetzt mal anhören. Ja, genau. Und vielleicht schwingt die Übersetzung und die Corona-Situation auch ein bisschen damit. Ich sage mal lieber 8 Minuten Video als 8 Minuten mein Gelaber anhören. Thank you.
erstmal an YouTube. Die Perspektive, einen Gott zu haben, der mich im Ozean hält, ist eine Perspektive, die mir manchmal trotzdem nicht die Sicherheit verleiht, dass ich vor Pfützen schon zurückschrecke, über die ich springen muss. Genauso ging es einem jungen Mann aus der Bibel, und die Geschichte kennt ihr auch alle. Alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, als er das Volk gehen ließ. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit weg vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du's? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot, er entlegte sich, und alle, die im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Diese Geschichte von Petrus, eine von vielen, die ihn zu einem besonderen Menschen im Kreis der Jünger macht, diese Geschichte ist auch zum großen Teil deine und meine Geschichte. Vielleicht auch gerade in jetzigen Zeiten dieses Virus, dessen Namen man nicht nennen darf. Weil wir im Moment uns daran gewöhnen müssen, unsere Komfortzone zu verlassen. Im Moment uns daran gewöhnen müssen, aus Gewohntem auszusteigen. Dinge nicht mehr machen zu können, die immer gingen. Und uns zu öffnen für Neues. Schon das Kennenlernen von Jesus war für Petrus ein Paradigmenwechsel. Der hat sein ganzes Leben verändert. Dieser einfache Fischer am See Genezareth, der vor Jesus voller Staunen nach dem Fischzug auf die Knie fällt und sagt: Ich bin ein unwürdiger Mensch, der hebt Jesus zu sich empor, sozusagen auf Augenhöhe, und macht ihn zum Menschenfischer. Und nichts anderes möchte er von dir und mir, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, mit den Mitteln, mit den Gaben, die mir zur Verfügung stehen, das tue, anderen Menschen zu erzählen, dass sich ein Leben mit Jesus lohnt, dass ich Dinge zum Guten ändern können, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und sicher hat Petrus auch mitbekommen, wie der Streit unter den Jüngern ausbrach. Wer am besten drauf ist, wer der Größte ist, der Coolste, und wer am Ende zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen wird und so. Vielleicht war Petrus sogar daran beteiligt. Und er erlebt, wie Jesus ein Kind in ihre Mitte stellt, um ihm zu zeigen: Nicht das, was bei euch als cool gilt, das ist das, was zählt, sondern alleine, dass ihr mir vertraut, dass ihr werdet wie ein Kind, dass ihr glaubt, dass ihr mit eurer eigenen Kraft nicht alles bewegen müsst, sondern nur dann, wenn ihr euch von mir gebrauchen lasst, wenn ihr lernt, mir zu vertrauen und euch mir anzuvertrauen. Diese Grenzen hat Petrus schmerzlich erfahren müssen, als er das Schwert zieht bei der Verhaftung, als er versucht, einen Plan aufzuhalten, der doch viel größer ist als er selbst. Und in dem er selbst, so wie wir, nur eine kleine, aber unverzichtbare Rolle spielt. Aber vielleicht ist das nicht die Rolle, die wir manchmal gerne selber spielen würden, um uns in den Vordergrund zu drängen, auf uns aufmerksam zu machen, sondern die, die uns zugedacht ist. Am schmerzlichsten war für Petrus dann der Moment, ich versuche das ein bisschen zu kürzen, als der Hahn krähte. Und er wusste: Jetzt hat mich die bittere Realität eingeholt. Ich habe alles versucht, aber im entscheidenden Moment hat mich der Mut verlassen. Da ist mir das Herz in die berühmte Hose gerutscht und ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, vermutlich. Dreimal habe ich deutlich gesagt, ich kenne diesen Typen nicht und ich will mit ihm nichts zu tun haben. Und wenn ich mir das überlege, dann finde ich mich dort auch wieder in den Phasen, in denen Jesus sehr, sehr weit weg ist von mir. Vielleicht auch gerade im Moment, wo ich mich frage, warum passiert das alles? Wo ich vielleicht auch mit ihm nichts zu tun haben will. Und wahrscheinlich wäre ich, wie die anderen Jünger, alle außer Petrus, waren ja längst weg, noch nicht mal mitgegangen. Das alles ist mir nicht fremd. Und das ist auch Jesus nicht fremd, denn damit rechnet er, sonst hätte er es Petrus nicht vorher auf den Kopf zugesagt, dass genau das passieren wird. Aber er reißt ihm nicht den Kopf ab, als der Hahn kräht.
Und als er, wie es dann in der Geschichte heißt, hinausgeht und bitterlich weint. Natürlich reißt er auch uns nicht den Kopf ab, weil er uns kennt. Weil wir Menschen sind mit Fehlern, mit Schwächen, mit Zweifeln, mit Ängsten. Und die Geschichte, die wir eben gehört haben und um die es in diesem Lied in Oceans auch geht, die ist voll davon. Das Erste ist, Jesus lässt uns machen. Fahrt schon mal vor, sagt er zu seinen Jüngern, bis ich hier fertig bin. Ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich, für meinen Vater, bis wir uns dann am anderen Ufer des Sees wiedersehen. Das ist auch unsere Situation. Jesus ist nicht da. Er ist bei seinem Vater und wartet dort am anderen Ufer auf uns. Auch wenn das sicher eine andere Dimension hat für uns als nur der See Genezareth in Anführungszeichen. Und er lässt uns machen. Macht euch die Erde untertan, macht zu Jüngern alle Völker, seid furchtbar und wehret euch. Fruchtbar und mehrere oder sowas. Macht dabei auch Fehler, aber macht eins nicht. Macht nicht einfach nichts. Das Zweite. Jesus kommt uns dabei entgegen. Er ist ein entgegenkommender Gott. In der vierten Nachtwache hat er genug vom Alleinsein. Ihm packt die Sehnsucht nach den Jüngern, die Sehnsucht nach uns Menschen, nach dir und mir. Aber oft erkennen wir ihn nicht, wenn er uns begegnet. In einem schönen Frühlingstag. In all dem, womit er uns täglich versorgt, in einem netten Gespräch, in anderen Menschen. Und oft fehlt uns dafür der Blick, weil wir gefangen sind in uns selbst, in unserer eigenen Lebenssituation, in den Nachrichten, die uns täglich bombardieren. So verständlich das auch manchmal ist. Oft nehmen wir ihn gar nicht wahr, weil wir uns von anderen Wahrheiten in Beschlag nehmen lassen. Fake News. Oft verlieren wir die guten Geister, den guten Geist aus den Augen, weil wir nur die Gespenster sehen, die wir uns selber heraufbeschwören, die uns den Blick verstellen. Vielleicht heißen diese Gespenster heute Trump oder Erdogan, vielleicht tragen sie den Namen Brexit oder Fremdenhass, vielleicht kommen sie daher im Kleid des Terrors oder der Naturkatastrophen oder auch einer Pandemie, die sich keiner von uns vorstellen konnte bis im März. Aber diese Gespenster werden keine Dimension erreichen, die diese Welt aus Gottes Händen reißt. Das Dritte. Jesus gibt sich zu erkennen und er ist auch im Wind und in den Wellen. Wie viel an Schrecken nehmen diese Worte, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Der Moment, in dem wir dieser Zusage vertrauen, dass er bei uns ist, bis ans Ende dieser Tage, wo wir ihn entdecken in so vielen Kleinigkeiten unseres Lebens, der Moment, in dem das große Ich Bin hinausweist über die Begrenztheit meines eigenen Lebens. Der Moment, der uns einen Hauch von Ewigkeit ahnen lässt, ist der Moment, der mich aussteigen lässt aus dem Boot. Aus diesem Boot des um mich selber Kreises. Und Jesus sagt nur ein Wort, komm. Das Vierte, Jesus hält mich fest. Jesus hat Petrus am Anfang der Freundschaft nicht auf Augenhöhe gezogen, damit er ihn jetzt in dieser Situation in der Versenkung verschwinden lässt. You never failed. And you won't start now. Und so zieht er ihn hinaus aus der Kleingläubigkeit, aus den Selbst- und anderen Zweifeln, aus der Angst, die uns im Alltag manchmal lähmt. Ich bin doch da, sagt er. Ich bin der Weg, die Wahrheit, die Auferstehung, das Leben. Brot, Licht, Tür, Weinstock zugleich. Und sie steigen in das Boot und alsbald legen sich der Wind und die Wellen. Und der, mit dem wir in einem Boot sitzen, ist nicht irgendwer. Er ist der Sohn Gottes. Und der ist vor allem eins. Und das ist das Bekannteste, der ich bin, Worte, das ich eben in der Aufzählung ausgelassen habe. Er ist der gute Hirte, der seine Schafe nicht im Stich lässt. Und so endet auch die Geschichte von Petrus und Jesus. Wir erinnern uns an diese Begegnung mit dem Auferstandenen, wiederum am See Genezareth, wo sich das Gespräch so aufschaukelt und Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, du weißt, dass ich lieb habe und hin und her. Und er hat den Auftrag, kriegt beide meine Lämmer. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Mach meinen Glauben so grenzenlos und mein Vertrauen so stark, dass ich den Schritt mache, wenn du rufst, komm. Einmal, dreimal, immer wieder. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Sei einfach da, wenn ich nach dir rufe, nach dir frage, dich suche, dich brauche. Einmal, dreimal, immer wieder.
Wir haben mit einem Lied angefangen. Ich würde auch gerne mit einem Lied schließen. Diesmal ein ganz anderer Stil, eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Sprache, die zwar Deutsch ist, aber für unsere Ohren vielleicht noch sperriger klingt als Englisch. Und es ist auch ein Lieblingslied von mir. Das Lied "Befiehlten deine Wege" von Paul Gerhardt. Das basiert auf dem Bibelvers: "Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn." Und dann heißt es nicht, er wird es wohl machen, sondern da heißt es, er wird es wohl machen. Und wenn einer weiß, wovon er redet, dann ist das Paul Gerhardt, 30-jähriger Krieg, ich verkürze das jetzt auch wieder, Geschwister verloren, alles in Schutt und Asche. Von 5 Kindern, die er relativ spät bekommt mit seiner Frau, sterben 4 und auch seine Frau verliert er im Alter von 45 Jahren. Ich mute euch alle 12 Strophen zu. Und dann höre ich auch auf. Wie ihr wisst, oder vielleicht auch nicht wisst, fangen die Strophen jeweils mit diesem einem Wort aus diesem Bibelvers an, also "Befiehl dem Herrn, dein" und so weiter, bis zum Schluss, wo es heißt, mach Ende. "Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Dein ewige Treue und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade dem Sterblichen geblüht. Und was du dann erlesen, das treibst du, starker Held, und bringst zum Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. Der Typ hat's drauf gehabt, mit Dichten. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird auch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt, Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freud." Und auch das Ende von Corona. Auf! Gib deinem Schmerz und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Wir sind schon bei Strophe 8. In ihm lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn er deiner sich begeben, und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als fragt er nicht nach dir. Wird's aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da du es am mindesten gläubst. Er wird dein Herz lösen von der so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankeschrei den Sieg und Ehrenkronen. Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand und du singst Freudenpsalmen, den, der dein Leid gewandt. Und jetzt heißt es in der letzten Strophe, wo das Wort aus dem Bibelvers machen heißt, das hat über 2 Worte dann hingezogen, mach End, o Herr, mach Ende, mit aller unserer Not, stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod und allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Es ist verblüffend, wie diese Worte von vor 400 Jahren sich mit den Erfahrungen decken, die wir heute auch noch machen und die auch ein Petrus vor 2000 Jahren gemacht hat. Fragen, Sorgen, und in all dem die Gewissheit, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern dass er einen Plan und ein Ziel hat mit dir und mit mir. Das wünsche ich von ganzem Herzen auch dieser Jugendkonferenz hier in Müngersdorf, dass dieser Geist über allem schwebt,
dass er uns auch die Furcht so ein bisschen nimmt von dem, was vor uns liegt und uns mit Gewissheit in die Zukunft gucken lässt, auch in die Zukunft der evangelischen Jugendarbeit, aber auch für jeden von euch persönlich. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Herr, dass du da bist, das dürfen wir spüren in unserem Leben. Es gibt uns die Gewissheit, dass wir Schritt für Schritt weitergehen können, auch wenn manchmal die Schritte langsam und schwer sind. Ich danke dir dafür, dass du der Herr dieser Welt, der Herr deiner Kirche bist und bleibst und dass du uns teilhaben lässt, uns brauchst und willst in deinem großen Plan. Amen. Fast. Gut, ich übergebe an mich noch immer Ariane. Ich übernehme.